Ich glaube, diese Zeitschrift haben die meisten von uns in den letzten Wochen so gelesen, dass sie fast zerflettert ist. Das ist Lettres Internationales, eine große intellektuelle Zeitschrift, in der Thilo Sarrazin dieses Interview gegeben hat. Ich sage Stichwort Kopftuchmädchen. Ja, wo es dann diese Aufruhr gegeben hat, Diskriminierung von Ausländern. Und es wird heiß zitiert, falls Sie noch nicht dazu gekommen sind, es zu lesen. Das hier ist übrigens die Frage, die an Thilo Sarrazin gestellt wurde. Und das hier ist die Antwort. Sehr oft kam der Frager nicht mehr dazwischen. Ja? Und wir haben uns gefragt, diese Aufregung, die es gegeben hat, es ist so auch, das muss man ganz offen sagen, viele ausländische Eltern in Deutschland waren entsetzt über das, was Sarrazin gesagt hat, nachdem ihnen die Kinder das Interview übersetzt hatten. Und heute zum Beispiel, wenn Sie in unseren geliebten Kölner Stadtanzeiger reinschauen, da ist auf der Titelseite die Schlagzeile, nur jeder Dritte, ja, jeder Dritte schwänzt die Integration. Ebenfalls heute, Leitartikel Frankfurter Allgemeine, da wird im Grunde die Zivilcourage von Thilo Sarrazin gleichgesetzt mit der Zivilcourage, die Dominik Brunner bewiesen hat, der vor einigen Wochen ermordet wurde an der S-Bahn-Haltestelle in München. Also das ist ein Thema, das noch lange nicht zu Ende diskutiert ist. Und wir haben uns gedacht, kann es denn in einer Stadt wie Köln, die den Slogan hat, Kölner lassen keinen allein, was die meisten ja doch als Drohung empfinden. Kann es denn hier nicht möglich sein, dass wir ob kölsche Art dieses Thema Integration von Ausländern, und die meisten sind ja fantastisch integriert, auch hier in Köln-Mühlheim sind die meisten Deutschen erstklassig integriert, dass wir dieses Thema mit einer großen, allgemeinverständlichen Lebensfreude und der notwendigen Ernsthaftigkeit hinkriegen. Wir alle hier in Köln. Und ich glaube, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, heute ist es uns gelungen. Ich sage, wir sehen das Ganze positiv als Zeichen für die Zukunft. Und ich sage, Kopftuch Marische, tanz!